alles, was wir bei der Leiche gefunden haben. Ausweis, Detektivausweis und ein paar Visitenkarten. Danke, Jan. Guten Morgen, Joe. Wisst ihr nicht, was an diesem Morgen gut sein soll? Was? Rita und Moore. Vera Moore. Nein, ihre Partnerin. Schuss in den Rücken. Der Notruf kam 6.23 Uhr. Er hat sie gefunden. Er wurde heute Morgen aus der Fußgängerzone verjagt und kam dann hierher, hat erst gedacht, sie schläft. Guten Morgen. Also, ich bin soweit. Sie ist verblutet. Todeszeitpunkt vor etwa 3 bis 4 Stunden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Fundort auch der Tatort. Danke. Bitte. Das ist übrigens Ihr Motorroller. Was hat sie hier nur gemacht? Lass mich durch. Vera. Vera! Woher wussten Sie, was hier passiert ist? Komm, Moore. Ist das wichtig? Wisst ihr schon was? Wann haben Sie Frau Rieder das letzte Mal gesehen? Gestern Nachmittag im Büro. Und? Was machte sie denn für einen Eindruck? Wirkte sie aufgeregt? Hatte sie vor irgendetwas Angst? Sie war ganz normal. Ganz normal. An was für einen Fall hat sie gearbeitet? Mehrere kleine Sachen. Wir haben eine Sozietät zusammen. Jeder hat ihre eigenen Fälle. Und die Akten sind vermutlich in der Detektei. Ja. Sind Sie mit dem Wagen da? Ja. Gut, dann treffen wir uns dort. Hey. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Gleich. Welcher ist denn Frau Rieders Schreibtisch? Ich zeig's Ihnen. Gestern Abend ist hier kein Termin eingetragen. Das sind die Fälle, die Bea die letzten 2 Monate bearbeitet hat. Hatte deine Partnerin eine Beziehung? Sie hat vor einem halben Jahr mit ihrem Freund Schluss gemacht. So eine Ehesache, glaube ich. Lemberg. Ja. Ist hier nicht drin. Wir haben das Büro und die Wohnung des Opfers auf den Kopf gestellt. Es gibt nirgendwo eine Akte Lemberg. Anna? Hm? Du nimmst dir ihr privates Umfeld vor. Und du ihr Notebook. Okay. Sie hatte einen Ex-Freund, Paul Soest. Mit Doppel-O oder mit H? Doppel-O. Ich habe mal die Partnerin des Opfers, die Vera Moore, durch den Computer laufen lassen. Ja? Die war ja mal bei uns. Ja. Eine Ex-Polizistin. Psst, ja. Die ist sogar mit Joe zusammen Streife gefahren. Ich habe Frau Lemberg gefunden. Sie ist auf dem Weg hierher. Super. Ich habe Frau Rieder beauftragt, meinen Mann zu überwachen. Letzte Woche. Worum ging es? Eine andere Frau natürlich. Ich glaube, mein Mann betrügt mich. Er
macht fast jeden Tag Überstunden, versendet heimlich SMS, geht zum Telefonieren raus. Und? Hat Frau Rieder etwas ermittelt? Nicht? Um genau zu sein, ich weiß es nicht. Sie hat sich nicht mehr gemeldet. Wie? Keine Fotos? Kein Zwischenbericht? Ich habe dann vor ein paar Tagen angerufen und Dampf gemacht. Hatte sie eine Erklärung? Sie hat sich immerhin entschuldigt. Aber als dann immer noch nichts gekommen ist, habe ich gestern noch mal angerufen und ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie hat aber nicht mehr zurückgerufen? Nein. Ich fand das ziemlich frech. Immerhin hat sie einen Vorschuss bekommen, 500 Euro. Da wusste ich noch nicht, dass sie tot ist. Hat sich denn das Verhalten Ihres Mannes in den letzten Tagen geändert? Die Überstunden, meinen Sie? Hm. Wie können wir Ihren Mann denn am besten erreichen? In seiner Firma. Crestic. Crestic? Die stellen doch Airbags her, nicht wahr? Ziemlich erfolgreich sogar. Ja. Aber wenn mein Mann das mit der Detektivin erfährt, der dreht durch. Ich habe doch bis eben gar nicht gewusst, dass meine Frau überhaupt einen Privatdetektiv auf mich angesetzt hat. Mit sowas rechnet doch niemand. Wie kommt Ines da drauf? Ja, die viel interessantere Frage ist doch, was hat Bea Rieder herausgefunden? Haben Sie ein außereheliches Verhältnis? Was geht Sie das an? Na, haben Sie oder haben Sie nicht? Nein! Es gibt nichts, was diese Privatdetektivin hätte herausfinden können. Gar nichts. Da sind Sie leider auf dem Holzweg. Ihre Frau hatte aber ziemlich überzeugende Verdachtsmomente. Überstunden. Machen Sie keine. Verstohlene Anrufe. Heimliche SMS. Ach doch, Quatsch! Ich liebe meine Frau. Wo waren Sie letzte Nacht? So zwischen 3 und 4. Zwischen 3 und 4. Zu Hause. Ich bin gegen 1 nach Hause gekommen. Und Ihre Frau kann das bezeugen? Das weiß ich nicht. Ich habe im Gästezimmer geschlafen. Tue ich immer, wenn es spät wird, um Ines nicht zu wecken. Kein gutes Alibi. Lemberg war verdammt cool, nicht wahr? Plötzlich tauchen wir als Polizisten auf, erzählen ihm, seine Frau habe ihn beschatten lassen. Er wird des Mordes verdächtigt. Ausgerechnet seine Akte ist verschwunden. Vielleicht gab es auch nie eine, wenn Bea Rieder wirklich nichts herausgefunden hat. Der Mann hat nicht die Wahrheit gesagt. Florian? Ich brauche 2 Mann für eine Personenüberwachung. Alles klar, läuft. Danke. Wir könnten mal wieder essen gehen. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Oh. Hey, wann hatten die Wolter angerufen? Vor einer halben Stunde. Könnt direkt rüberkommen, wenn ihr wollt. Also kein Essen. Ziemlich beeindruckend, oder? Riedas Ex-Freund arbeitet in einem Club im Heustackviertel. Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Ist ja schon auf dem Weg hierher. Verstehe. Ich bestelle Wolter schöne Grüße. Ja? Hast du das hier gelesen? Du meinst das vor 3 Jahren? Ja, da hat er einer ehemaligen Freundin die Wohnung zerlegt und deren neuen Freund krankenhausreif geschlagen. Das Projektil ist hinten in den Rücken eingedrungen und hat die linke Herzkammer zerfetzt. Frau Rieder war sofort tot. 9 Millimeter. An den Armen und an den Beinen hat sie Hautabschürfungen. Sie ist vor dem Täter weggelaufen. Als die Kugel sie getroffen hat, ist sie mitten im Lauf gestürzt. Eine Verfolgungsjagd. Ja. Und sie hatte kurz vor ihrem Tod noch eine gewaltsame Auseinandersetzung. Hier, Hämatome an den Armen und am Oberkörper. Hier im Halsbereich Würgemale. Und außerdem habe ich Hautpartikel unter ihren Fingernägeln gefunden. Für eine DNA-Bestimmung reicht das Material aus. Sehr gut.
Moment. Habe ich gesagt, dass ich fertig bin? Ach, noch was. Sie hatte auch noch alte Verletzungen. Ein paar schwere Prellungen und eine gebrochene Rippe. Ist sie misshandelt worden? Ja. Und zwar über einen längeren Zeitraum immer wieder. Das steht alles in meinem Bericht. Auf Wiedersehen, Herr Stoll. Sie haben sich vor einem halben Jahr getrennt. Warum? Müssen Sie Bea fragen. Ich weiß es nicht. Badosi? Beantworten Sie doch bitte meine Frage. Ja. Plötzlich wollte sie nicht mehr. Wir waren glücklich. Über 2 Jahre lang. Alles lief super und plötzlich... Ping! Okay, danke. Herr Soos, Sie sind ein sehr emotionaler Mensch. Eifersüchtig? Nicht mehr als andere. Jetzt auch nicht. Sie wollen mir was anhängen. Sie haben sie geschlagen. Herr Soos... Ich wollte es nicht. Mir ist die Hand ausgerutscht. Manchmal. Es hat mir leid getan. Hat sie sie deswegen verlassen? Hat Frau Rieder ihre ständige Eifersucht und die Misshandlungen einfach satt gehabt? Ich habe sie geliebt. Wissen Sie, was das bedeutet? Nach der Trennung. Wie war da Ihr Verhältnis zu Bea Rieder? Waren Sie wütend? Natürlich war ich wütend. Anfangs. Sie sind in den letzten Jahren mehrfach wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Ich habe ihr nichts getan! Wann haben Sie Frau Rieder das letzte Mal gesehen? Letzten Dienstag, glaube ich. Sie hat gelächelt. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 3 und 4? Er will in dem Club gewesen sein, in dem er arbeitet. Zeugen? Viele und keine. Endlos ist eine Menge los. Ja, wie der Name schon sagt, nicht wahr? Vom Heusteigviertel zum Tatort sind es mit dem Auto gerade mal 10 Minuten. Herr Soos wirkt sehr angespannt. Der war in der Beziehung extrem besitzergreifend, um nicht zu sagen pathologisch eifersüchtig. Vielleicht hatte sie eine neue Beziehung. Er hat es mitbekommen und ist durchgedreht. In ihrer Wohnung gibt es keinen Hinweis auf einen Mann. Kein Rasierzeug, keine Männerkleidung. Aber das heißt ja nichts. Gut. Die Beziehung von Soest und Bea Rieder ist seit einem halben Jahr vorbei. Herr Soest hat damit emotional noch nicht abgeschlossen, das kann ich sicher sagen, ja, aber... Und er ist extrem gewaltbereit. Wieso habt ihr ihn überhaupt gehen lassen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es war. Also, wenn es eine Tat im Affekt gewesen wäre. Wenn Frau Rieder erschlagen worden wäre, dann vielleicht. Aber kein Schuss in den Rücken. Schatz, du kannst jemandem auch im Affekt in den Rücken schießen. Nein, Schatz. Also für einen Haftbefehl reicht das alles beim besten Willen nicht aus. Damals einfach nicht bewusst, wie ernst du das mit uns beiden meinst. Hm.
Wie gut kanntest du eigentlich diesen Soest? Paul? Ja. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Jo. Es tut mir leid. Hey, hast du nicht mitbekommen, dass Abia geschlagen hat? Geschlagen? Bist du dir sicher? Die Folgen waren bei der Obduktion eindeutig zu erkennen. Und er hat es eingeräumt. Die Rippenprellung letzten Sommer. Sie hat mir erzählt, dass sie von der Treppe gefallen ist. Hatten die beiden nach ihrer Trennung noch Kontakt? Ich glaube nicht, aber... Hat sie ihren neuen Freund? Ich weiß, was du jetzt denkst. Hey, ihr habt miteinander gearbeitet, ihr habt euch jeden Tag gesehen. Morgen. Morgen. Ist was Neues? Ja, Lemberg hat sich gestern mit einer Frau getroffen, Helena Sievers. Hat sich die Observierung also gelohnt? Es gibt wunderschöne Farbfotos, hat man mir gesagt. Du musst die beiden einiges zu erklären, nicht wahr? Diese Fotos sind gestern Nachmittag entstanden. Jan und ich? Was wollen Sie jetzt von mir wissen? In was für einem Verhältnis stehen Sie zu Herrn Lemberg? Verhältnis? Hört sich irgendwie anstößig an. Ist es das? Anstößig? Wenn ich jetzt hier etwas aussage, bleibt das unter uns? Ihre Aussage kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ich meine, erfährt meine Frau davon. Herr Lemberg, wir können hier keine Zugeständnisse machen, das wollen wir auch gar nicht. Also, haben Sie ein Verhältnis mit Frau Helena Sievers? Ein halbes Jahr. Sie haben sich regelmäßig getroffen. Wo? In Hotels. Auf Parkplätzen. Sie sind verheiratet. Bitte. Ich liebe meinen Mann. Das mit Jan ist eine Affäre, weiter nichts. Es hat alles ganz wunderbar geklappt. Offenbar hat niemand etwas von Ihrer Affäre erfahren. Und dann? Dann haben Sie auf einmal diese Detektivin an den Fersen. Wir wussten doch überhaupt nichts von ihr. Ihre Affäre wäre aufgeflogen. Es gab nur eine Chance. Die Detektivin musste weg. Und mit ihr sämtliche Beweise. Nein. Es war ganz einfach. Ein nächtlicher Spaziergang. Sie wussten, dass Frau Rieder an Ihnen dranbleiben würde. Da war keine Detektivin. Jedenfalls haben wir sie nicht bemerkt. Und selbst wenn. Ihre Ehe wäre ruiniert gewesen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Deshalb bringt man doch keinen Menschen um. Wo waren Sie vorgestern Nacht zwischen 3 und 4? Wir waren bei mir. Wir haben Herrn Lemberg und Frau Sievers gehen lassen. Sie haben übereinstimmend dasselbe ausgesagt. Abgesprochen? Möglich. Nehmen wir mal an, Frau Rieder hat tatsächlich herausgefunden, dass Lemberg und Sievers ein Verhältnis haben. Was ist denn mit den Unterlagen? Ihr habt doch alles auf den Kopf gestellt. Wenn Frau Rieder die beiden beobachtet hat, dann muss es doch Fotos geben, Berichte, irgendwas. Viel Mühe haben sie sich ja nicht gegeben, die Beziehung zu vertuschen, sonst wären wir ihnen nicht so schnell auf die Schliche gekommen. Erpressung? Aber die beiden hatten doch nichts zu verlieren. Na, Herr Lemberg immerhin seine Frau. Die er nicht mehr zu lieben scheint und vermögend ist sie auch nicht. Bei Frau Sievers sieht es ein bisschen anders aus, beziehungsweise bei Herrn Sievers. Aber um wirklich viel geht's da auch nicht. Was ist mit den anderen Fällen, die Frau Rieder bearbeitet hat? 2 von ihnen wurden ihr wegen Unfähigkeit wieder abgenommen. Eine harmlose Erbschaftssache und ein scheinbar gerahnter Ehemann. Nichts Auffälliges, aber wir sind dran. Auf Vera Moore ist geschossen worden. In der Detektei. Was? Ist hier was passiert? Die Kollegen sind schon unterwegs. Martina. Pass auf ihn auf.
bin rein und habe das Chaos gesehen und dann habe ich ein Geräusch gehört. Warum haben Sie das Büro dann nicht sofort wieder verlassen und gleich die Polizei gerufen? Okay, du bist also sofort rüber in das andere Zimmer gegangen, ja? Er war gerade dabei, alles zu durchwühlen und als er mich gesehen hat, er hat sofort die Waffe gezogen und geschossen. Oh, du hast ihn nicht erkannt. Mm-mm. Kriegen wir eine Beschreibung des Täters? Größe, Statur, Alter? Ja. Wenn du plötzlich in den Lauf einer Pistole blickst, worauf achtest du dann? Hallo? Hallo? Kann mir jemand das Einschussloch zeigen, bitte? Sicher. Nehm an. Auf dem Computer ist nichts. Im Prinzip nichts. Ich habe so ein paar Abschlussberichte gefunden. Ja? Ach, Rico, nur komm zum Punkt. Das Interessante sind die E-Mails. Die gelöschten, um genauer zu sein. Ich habe die ganze Nachbarschaft abgeklappert. Da hat keiner einen Einbrecher gesehen. Oh, verbrannt. 948. Paul Soest hat Bea Rieder exakt 948 E-Mails geschickt in den letzten 6 Monaten. Sie haben Frau Rieder jeden Tag mindestens 5 Mails geschrieben. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Das ist doch nur ein Zitat. Ein Gedicht. Ach ja? Und aus welchem Gedicht stammt das hier? Wenn uns das Leben nicht vereint, dann vereint uns der Tod. Wissen Sie, wie man das nennt? Das ist Stalking. Eine Straftat. Er hat einen wahren Altar von ihr in seiner Wohnung. Fotos, Andenken. Nur ein paar Mails. Was ist mit der Tatwaffe? Sie haben gestern ausgesagt, dass Sie wegen der Trennung wütend auf Frau Rieder waren. Hallo? Wie wütend? Ich wollte sie doch nur zurück. Ich habe sie angefleht. Ich habe geschworen, dass ich mich ändere. Immer wieder. Das wollte sie nicht. Und das war ihr Todesurteil. Sie haben ihr aufgelauert, sie bedrängt. Nein. Aber warum haben sie umgebracht? Ha? Hat sie sich über sie lustig gemacht, ja? Joel, lass mich das hier machen, bitte. Du hast doch die Mails gelesen. Dann frag das Arschloch, wo es heute Vormittag war. Sie haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Frau Rieder getroffen, um mit ihr zu reden. Wahrscheinlich wollten Sie ihr sagen, wie sehr Sie sie immer noch lieben und dass Sie sie vermissen. Wie sehr Sie sich wünschen würden, dass sie doch noch mal zurückkommt. Samstagnacht war ich in meinem Club. Das habe ich doch gesagt. Habt ihr das Alibi überprüft? Kaiser, hörst du eigentlich manchmal zu? Seine Kollegen haben es bestätigt, aber er hätte sich wegschleichen können. Wo waren Sie heute Vormittag von 11 bis 12? Irgendwann. Wäre sie bestimmt zurückgekommen. Ganz bestimmt. Herr Soest. Im Bett. War eine lange Nacht. Vera? Sorry, ich wusste nicht, wohin. War wohl doch nicht so eine gute Idee. Nee. Ich habe mich nur gewundert, warum du hier draußen wartest. Naja, den Schlüssel hast du mir ja abgenommen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Noch eine Bettflüchtige. Ich musste Cordula zur Schule fahren. Nullte Stunde. Wir können um die Uhrzeit lernen. Willst du auch einen Kaffee? Nein, danke. Du, die Kugel, die wir in der Wand in der Detektei gefunden haben, die stammt aus derselben Waffe wie die Kugel, mit der Bea Rieder erschossen wurde. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ja, aber es gibt noch eine dritte Kugel. Mit der wurde vor 2 Jahren ein Mann schwer verletzt. Hier in Stuttgart. Schau mal, dieselben Merkmale. Und jetzt? Halt dich fest. Das kann doch nicht sein. Das ballistische Gutachten ist eindeutig. Die Kugeln stammen alle aus ihrer Waffe. Ich dachte, sie ist im Tresor. Da ist sie aber nicht. Wer hat noch den Schlüssel dafür? Bea und ich. Sie hat auch einen Waffenschein. Und wann haben Sie Ihre Waffe das letzte Mal gesehen? Mein Gott, vor 2 Monaten. Keine Ahnung. Ich brauche sie doch gar nicht. Kann ich dich mal sprechen? Ich bin mitten in einem Verhör. Okay, ich will jetzt wissen, was hier vor sich geht. Später, Joe. Gut. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Partnerin? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Wo waren Sie vorgestern Nacht zwischen 3 und 4? Im Bett. Allein? Ja. Gut. Sie können gehen. Aber Sie bleiben in Stuttgart und halten sich zu unserer Verfügung. Sie war es nicht. Was läuft da zwischen euch beiden? Gar nichts. Gut. Vera Moore ist nämlich eine Verdächtige. Sie hat doch überhaupt kein Motiv. Bloß weil wir das Motiv nicht kennen, heißt das noch lange nicht, dass es keins gibt. Und was ist mit Paul Soest? Auf den müssen wir uns konzentrieren. Paul Soest hat sich freiwillig für einen DNA-Abgleich zur Verfügung gestellt. Ach, und deswegen ist er jetzt unschuldig, oder was? Was ist denn mit der Akte Lemberg? Welchen Grund hätte denn Vera, die verschwinden zu lassen? Ablenkungsmanöver. Welchen Grund hätte denn Paul Soest, die Akte verschwinden zu lassen? Und was ist mit dem Einbruch in die Detektei? Hast du einen Einbrecher gesehen? Ich nicht. Und auch sonst niemand, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, klar. Und dann schießt Vera auf sich selbst, oder was? In die Wand! Martina, Herr Stoll, bitte. Super. Das ist Schwachsinn. Herr Stoll, offen gesagt hatte ich befürchtet, dass uns Ihre Beziehung zu Frau Moore Probleme bereiten würde. Da gibt's keine Beziehung. Nicht mehr. Dafür sind Sie in der Sache aber sehr emotional. Ich würde es lieber sehen, wenn Sie sich aus diesem Fall heraushielten. Ist das die höfliche Umschreibung einer Suspendierung? Warum sollte ich höflich sein? Ich meine es so, wie ich es sage. Ich ziehe Sie von dem Fall ab. Reißen Sie sich zusammen. Hm? Stoll. Der beruhigt sich schon wieder. Was ist denn mit Joe los? Raus aus dem Fall. Nein. Frau Lemberg, ich möchte noch mal mit Frau Lemberg sprechen. Würdest du sie herbestellen? Wofür? Diese Akte. Wo ist diese Akte? Das ist und bleibt merkwürdig. Jan? Ja? Der DNA-Abgleich von Paul Soest. Ja, das Material ist entnommen und im Labor. Wir brauchen das Ergebnis so schnell wie möglich. Ja, klar. Ja. Okay, bis gleich. Steuerberater von Frau Rieder und Frau Moore, kommt gleich vorbei.
Hört sich so an, als hätte Frau Mohr vielleicht doch ein Motiv. Mohr und Bea Rieder hatten Streit. Die Detektei hat ziemliche finanzielle Schwierigkeiten und Frau Mohr hat ihre Partnerin dafür verantwortlich gemacht. Sie wollte sie loswerden. Hm? Woher weißt du das? Von ihrem Steuerberater. Hey. Und du glaubst, das reicht für ein Mordmotiv? Vera hätte einfach aussteigen können. So viel erstmal zu ihrem angeblich guten Verhältnis. Erstmal? Wären 100.000 Euro ein Motiv? Frau Rieder hatte eine Risikolebensversicherung in dieser Höhe. Und die Begünstigte ist Vera Mohr. Was für eine Lebensversicherung. Komm schon, Vera. Das Theater kannst du dir wirklich sparen. Davon habe ich nichts gewusst. Echt nicht. Ach, dass du sie hier aus der Detektei werfen wolltest. Davon hast du auch keine Ahnung. Rauswerfen. Wir standen kurz vor der Pleite. Jose konnte das nicht weitergehen. Sie war nicht gemacht für diesen Job. Bei Observation ist sie ständig aufgeflogen, weil sie Angst hatte. Bea wollte eine taffe Detektivin sein, aber es war sie nicht. Und als ich sie das nächste Mal gesehen habe, war sie tot. Es kommt ein bisschen spät. Bea hat total genervt. Sie war ein Tollpatsch. Sie war einfach keine gute Detektivin. Aber sie hat mich angehimmelt wie eine kleine Schwester. Und vielleicht bin ich schuld an ihrem Tod. Weil ich sie im Stich gelassen habe. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Die Kette. Diese Straße, das ist nichts Wertvolles. Hat sie die immer getragen? Ja. Auch am Samstagabend. Bist du sicher? Ja, wieso? Das ist ein USB-Stick. Ein Datenspeicher. Und wir haben ihn nicht bei ihr gefunden. Haben Sie ein paar Obdachlose gesehen? Ja, irgendwo da oben. Da oben. Vielen Dank, ja. Hey! Hey! Stopp! Stopp! Mach keinen Scheiß! Okay? Ja. Nur die Kette. Komm schon, du weißt, wovon ich spreche. Geht's? Ja. Los, Mensch, Schleckstab. Das ist das genau. Das macht mir noch ein bisschen größer und druckst es mir aus, okay? Mhm. Joe. Ich dachte, du hast Urlaub. Ja, ja. Komm rein. Ja. Bea Rieders USB-Stick. Der ist uns am Tatort irgendwie, naja, abhanden gekommen. Na los, zeige die Bilder. Die sind nichtssagend. Ja, weil du die richtigen Details nicht kennst. Jan Lernberg arbeitet auch bei Crestec, ne? Und die Firma hat ein neues Airbag-System entwickelt, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird. Und ein identisches Airbag-System soll von einer chinesischen Firma vertrieben werden. Hier. Artikel aus Wirtschaftszeitungen, Presseberichte und so weiter. Steht alles da drin. Die Scans davon waren auch auf dem Stick. Bea Rieder hat sehr gut recherchiert. Die Sievers ist Patentanwältin und arbeitet einer chinesischen Firma zu.
Bei dem Deal geht es um Millionen. Tja, wenn man weiß, wonach man sucht. Hier, die Unterlagen. Die beiden haben keine Zärtlichkeiten ausgetauscht, sondern Konstruktionsdaten, Software und Geld. Diese Fotos hier sind Sprengstoff. Und Bea Rieder hat das gewusst. Vielleicht hat sie ja den Lemberg und die Sievers damit erpresst. Und darum haben die beiden sie umgebracht. Und bei dem Einbruch in die Detektei haben sie die Beweise vernichtet. Für die beiden ging es schließlich um alles. Um einen Haufen Kohle, ihre berufliche Existenz. Absolut schlüssig. Aber wir brauchen mehr Beweise. Joe, bleib steck. Danke. Ach, Herr Stoll. Freut mich, Sie zu sehen. Geht's Ihnen wieder besser? Ich bin okay. Wir brauchen Haftbefehle. Gegen Jan Lemberg und Helena Sievers. Industriespionage und Mord. Ja. Was? Sag mal, spinnst du? Überlass das uns. Hey. Hey. Warte, da kommst du. Sie ist in Gefahr. Herr Stoll ist raus aus dem Fall. Hallo. Haben Sie die Fotos? Haben Sie das Geld? Das klären wir besser woanders. Los. Helena. Wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren. Gehen, sonst erschieße ich Sie. Ich wollte Frau Rieder das Geld geben. Ich wollte auch wissen, mit wem ich zu tun habe. Ich habe ihre Tasche genommen und da war diese Waffe drin. Halt den Mund. Und dann haben Sie sie erschossen? Sie ist panisch geworden und weggelaufen. Da hat Helena mir die Waffe weggenommen und ist hinterher. Du Idiot! Alle beide. Warum hast du das gemacht? Die hätten dich umgebracht. Ich war es Bea schuldig. Hier, da ist alles drauf. Nee, nee. Du musst schon noch mal mitkommen wegen der Zeugenaussage. Du hast doch alles gehört. Außerdem hast du das Amt. Diese Lebensversicherung. Bea hat einfach immer an mich gedacht.
habe einfach nicht begriffen, was in dir vorging. Nichts. Es ist nicht deine Schuld. Sie ist zu mir gekommen, weil sie meine Hilfe gebraucht hat. Ich habe sie einfach abgeblockt, sonst hätte sie mir wahrscheinlich alles erzählt. Ich war nicht da, als sie mich gebraucht hat. Ich scheine als Freundin eine richtige Niete zu sein. Bist du okay? Alles, was wir bei der Leiche gefunden haben. Ausweis, Detektivausweis und ein paar Visitenkarten. Danke, Jan. Guten Morgen, Joe. Wisst ihr nicht, was an diesem Morgen gut sein soll? Was? Rita und Moore. Vera Moore. Nein, ihre Partnerin. Schuss in den Rücken. Der Notruf kam 6.23 Uhr. Er hat sie gefunden. Er wurde heute Morgen aus der Fußgängerzone verjagt und kam dann hierher, hat erst gedacht, sie schläft. Guten Morgen. Also, ich bin soweit. Sie ist verblutet. Todeszeitpunkt vor etwa 3 bis 4 Stunden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Fundort auch der Tatort. Danke. Bitte. Das ist übrigens ihr Motorroller. Was hat sie hier nur gemacht? Nicht durch. Vera. Vera. Scheiße. Woher wussten Sie, was hier passiert ist? Komm, Moore. Ist das wichtig? Wisst ihr schon was? Wann haben Sie Frau Rieder das letzte Mal gesehen? Gestern Nachmittag im Büro. Und? Was machte sie denn für einen Eindruck? Wirkte sie aufgeregt? Hatte sie vor irgendetwas Angst? Sie war ganz normal. Ganz normal. An was für einen Fall hat sie gearbeitet? Mehrere kleine Sachen. Wir haben eine Sozietät zusammen. Jeder hat ihre eigenen Fälle. Und die Akten sind vermutlich in der Detektei? Ja. Sind Sie mit dem Wagen da? Ja. Gut, dann treffen wir uns dort. Hey. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Bis gleich.
Welcher ist denn Frau Rieders Schreibtisch? Ich zeig's Ihnen. Für gestern Abend ist hier kein Termin eingetragen. Das sind die Fälle, die Bea die letzten zwei Monate bearbeitet hat. Hatte deine Partnerin eine Beziehung? Sie hat vor einem halben Jahr mit ihrem Freund Schluss gemacht. Hallo, Frau Rieder, Ihnen ist Lemberg. Freitagnachmittag. Es geht nochmal um einen Auftrag. Rufen Sie mich bitte dringend zurück. Das war gestern. Das ist eine Klientin. So eine Ehesache, glaube ich. Lemberg. Ja. Ist hier nicht drin. Wir haben das Büro und die Wohnung des Opfers auf den Kopf gestellt. Es gibt nirgendwo eine Akte Lemberg. Anna, du nimmst dir ihr privates Umfeld vor. Und du, ihr Notebook. Okay. Sie hatte einen Ex-Freund, Paul Soest. Mit Doppel-O oder mit H? Doppel-O. Ich habe mal die Partnerin des Opfers, die Vera Moore, durch den Computer laufen lassen. Ja? Die war ja mal bei uns. Ja. Eine Ex-Polizistin. Psst, ja. Die ist sogar mit Joe zusammen Streife gefahren. Ich habe Frau Lemberg gefunden. Sie ist auf dem Weg hierher. Super. Ich habe Frau Rieder beauftragt, meinen Mann zu überwachen. Letzte Woche. Worum ging es? Eine andere Frau natürlich. Ich glaube, mein Mann betrügt mich. Er macht fast jeden Tag Überstunden, versendet heimlich SMS, geht zum Telefonieren raus. Und? Hat Frau Rieder etwas ermittelt? Nicht? Um genau zu sein, ich weiß es nicht. Sie hat sich nicht mehr gemeldet. Wie? Keine Fotos? Kein Zwischenbericht? Ich habe dann vor ein paar Tagen angerufen und Dampf gemacht. Hatte sie eine Erklärung? Sie hat sich immerhin entschuldigt. Aber als dann immer noch nichts gekommen ist, habe ich gestern noch mal angerufen und ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie hat aber nicht mehr zurückgerufen? Nein. Ich fand das ziemlich frech. Immerhin hat sie einen Vorschuss bekommen, 500 Euro. Da wusste ich noch nicht, dass sie tot ist. Hat sich denn das Verhalten Ihres Mannes in den letzten Tagen geändert? Die Überstunden, meinen Sie? Hm. Wie können wir Ihren Mann denn am besten erreichen? In seiner Firma. Crestic. Crestic? Die stellen doch Airbags her, nicht wahr? Ziemlich erfolgreich sogar. Ja. Aber wenn